Servus und herzlich willkommen, ihr kleinen und großen YouTuber da draußen, zu der ersten Ausgabe von Promo unter vier Augen. Da es die erste Ausgabe ist, glaube ich, dass ich nervöser bin als der Teilnehmer oder die Teilnehmerin. Wir schauen mal, was da so rauskommt. Ich habe jetzt jemanden eingeladen, die viel für diesen Kanal Chroniken der Spiele gemacht hat, viel unterstützt hat. Und darum haben wir hier in der Leitung Antiherz. Hallo. Noch ganz schüchtern, obwohl sie eigentlich nicht schüchtern ist. Was ist der Sinn dieser Promo? Ich bin immer noch der Meinung, am besten kann man jemanden vorstellen, wenn man ein langes Video über ihn macht oder mit ihm im Multiplayer zockt. Und deswegen habe ich diese Rubrik ins Leben geholt. Bist du da der Meinung auch? Das ist ziemlich witzig, weil es gibt ja diesen Spruch, ich weiß jetzt gerade nicht, wer den gesagt hat, wahrscheinlich irgendein griechischer Philosoph, dass man mehr über eine Person erfahren kann, wenn man eine Stunde mit ihr spielt, also zum Thema Multiplayer zocken und so, als wenn man sich ein ganzes Jahr mit ihr unterhält. Stichwort langes Interview, Video, Zeugs. Du bist einfach gemein, ja. Ja. Na, stell dir vor, du kennst deinen Freund Jahre und so und zockst dann mit ihm eine Stunde und dann merkst du, das ist ein Scheißkerl. Ja. Genau. So ungefähr. Der macht die ganze Zeit Spawn-Camping und Team-Kills und all so eine Scheiße. Ne. Und sowas war mein Freund. Ja, den werde ich über Nacht umbringen lassen. Oder selbst tun. So ist Antiherz, meine Freunde, Zuhörer und Zuhörerinnen, liebe Haters und Freunde. Jetzt kommt ja eben diese Fragestunde. Das ist ja die Promo. Wir wollten uns noch so ein bisschen einleben in die Sache. Wir kennen uns schon 3 Jahre, glaube ich, oder? Ja, das kommt in etwa hin, ja. 3 Jahre. Kennengelernt über Spalk Knights, das ist ein Online-Game, das ich lang gezockt habe. Dann hat sie irgendwann gesagt, hey, ich habe einen YouTube-Kanal, und ich habe gesagt, hey, ich auch. Dann haben wir uns gegenseitig auf YouTube gefunden und dann abonniert. Und ja, und dadurch ist die Freundschaft entstanden. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass Fräulein Antiherz verdammt gut zeichnen kann. Und das habe ich natürlich ausgenutzt. Na Schmarrn, sie bekommt alles wieder zurück. Indem sie halt für spezielle Sachen, für Chroniken der Spiele, Bilder zeichnet. Entweder sei es eine Geschichte oder ein spezieller Anlass. Und dafür wollte ich mich auch nochmal bedanken in diesem Promo-Video. Bist du noch dabei? Ja, ich bin noch dabei. Ja, das kann tatsächlich sein, dass mein Internet mal abbricht, aber... Das kriegst du dann schon an Nerven abgeroschen mit, glaube ich. Ich habe gedacht, dass du mich jetzt beglückwünschst und sagst, ach danke, du bist so lieb. Aber das sagst du nicht, ne? Bist Antiherz. Nein, so lieb bin ich nicht. Sag mal, ich hasse dich. Komm, sag's mal. Ich hasse dich. Oh, das klingt ja geil. Ja. Ich hasse dich. Ich hab dich extra deswegen abonniert, damit ich alle deine Videos haten kann. Oh, das geht ja runter wie Öl. Okay, gut, jetzt kennen wir doch ein bisschen was von Antiherz. Warum hast du einen YouTube-Kanal? Den habe ich mir einfach mal so gemacht, weil Videos machen und jetzt nicht nur unbedingt Videos, sondern auch anderes Zeugs, was aus meinem Kopf stammt quasi. Damit beschäftige ich mich eigentlich gerne und ja, fast alle meine Hobbys sind halt irgendwas Kreatives, wie jetzt Zeichnen, Videos drehen, Texte schreiben. Ich werde euch alle umbringen! Und ich habe dann einfach angefangen, ein paar Videos halt hochzuladen, die ich gemacht habe. Also bist du praktisch so wie ich, die Kreativität ausleben, in Videos verpacken und dann der Welt zeigen, so praktisch, ne? Ja, weil auch ein Holländer kann deine Videos anschauen, ne? Mhm. Ich habe sogar holländische Abonnenten, glaube ich. Ich auch, ja. Ich glaube, irgendwie, ich mag die eigentlich voll. Ich versuche halt alles Mögliche, was sich in Videoform verpacken lässt, als Video zu verpacken. Jetzt zum Beispiel
Musikvideo, wo es halt hauptsächlich eigentlich um den selbstgeschriebenen Song und den Text geht. Aber dann mache ich halt noch ein Video dazu und kann es dann als Video hochladen. Oder einen Poetry Slam Text, den ich sonst auf Bühnen vortrage, einfach mit Video und dann auf YouTube. Je nachdem, was mir gerade ist. Also ich habe auch noch so tausend unzählige, unbeendete Projekte, die so noch gar nicht angefangen oder mittendrin stecken. Also ich habe immer was zu tun und wenn was fertig wird, kommt es halt auf YouTube. Oh, hey, du hast da einen Pickel im Gesicht. Was? Gar nicht. Oh, doch, einen ziemlich großen sogar. April, April. Es klingt so einfach, ist eine Müllheide, YouTube, ne? Kommt ein bisschen rüber. Aber eigentlich Oh. positive Müllhalde, finde ich. Weil ich kenne ja deine Videos, ich habe sie alle angeguckt. Und sagst dir immer, ich bin dein größter Fan. Bist du auch? Bin ich auch. Aber ich finde, du hast ja irgendwie immer eine Botschaft verpackt in deine Videos. Ich werde auch so ein Video von dir verlinken, in diesem kleinen Laptop, was ihr hier seht auf dem Bild, übrigens, das auch von Antiherz gezeichnet worden ist. Ironie des Schicksals, ohne dieses Bild gäbe es keine Promo unter vier Augen. Tja. Also ein Kuddelmuddel an Videos, Musik, sei es irgendwelche Theatergeschichten oder selbstgeschriebene kleine Phrasen, kommen bei dir auf YouTube vor. Let's Plays wolltest du auch machen. Wollte ich. Ich habe sogar schon was aufgenommen, aber dann war alles wieder weg irgendwie dank dem Festplattencrash. Das ist auch schon mittlerweile Jahre her. Ich muss erstmal die geeignete Software dafür finden und irgendwann wollte ich mal was. Also ich würde jetzt nicht Let's Plays machen, so von vorne bis hinten, aber nur von Computerspielen ein bisschen was halt rausschneiden, ein paar Ausschnitte. Dein letztes Video mit der Tiefkühlpizza. Am Himmel braut sich was zusammen, ein Sturm zieht auf die Menschen rennen, mit den Regenschirmen in der Hand ganz schnell nach Haus. Doch ich stehe hier in meiner Wohnung, all das interessiert mich nicht, die Wassermassen prassen auf die Straßen fern von mir. Tiefkühlpizza mit Cola. Das war doch ein Projekt für die Uni, oder? Ja, da wurde ich zwar leider nicht angenommen, aber das ist jetzt mehr die Richtung, in die meine Videos gehen sollen, weil bis jetzt ist es noch so, die meisten meiner Videos sind Comedy-Videos, die jetzt keine richtige, ernsthafte Botschaft haben, die sie rüberbringen, nur hier und da mal ein bisschen Kritik, aber das überwiegt momentan noch nicht so. Eigentlich wollte ich doch mehr kritische Videos machen. Und dieses Musikvideo ist halt eins davon. Da schneidest du schon was ein, diese ich sag jetzt mal sozialkritischen Punkte oder diese Kritik, die du in deinen Videos in diese Botschaften verwickelst. Das ist auch, warum ich deinen Kanal so gerne mag. Weil im Grunde denke ich mir, eigentlich hat sie recht. Ja, das ist eben das, was ich noch da vermitteln möchte in diese Promo, dass sie eben so denkt, so auch ein bisschen kritisch. Und deswegen finde ich die Videos auch recht gut. Aber viele Videos sind auch sehr, sehr zum Lachen einfach, zum Schmunzeln einfach. Einfach mal Grips wegschalten und einfach mal anschauen.
Warum denkst du, ist dein letztes Video nicht so angekommen an der Uni? Ich weiß ja nicht, wie jetzt das Video spezifisch angekommen ist. Ich habe ja noch viele andere Sachen da als Arbeiten abgegeben. Und ein Gespräch gab es auch noch. Also es sind viele Faktoren. Ich denke, im Großen und Ganzen haben sie mich einfach nicht angenommen, eben weil ich ja sehr, sehr individuell bin, sehr individuell denke. Und bei dem Studiengang, wo ich mich beworben habe, brauchen sie eher Leute, die sich verbiegen können, die in alle möglichen Richtungen gehen können, halt für Kundenaufträge bei späteren Jobs. Und ich lasse mich halt nicht verbiegen. Ich habe meine Meinung und bei der bleibe ich. Ach so. Ja, ich hätte gern ein Stück Kuchen jetzt. Ich habe einen Kuchen gebacken heute. Kann ich dir über Skype gerne schicken? Oh, Ich juhu. weiß nicht, wie er ankommen wird, aber er kommt an. Auch stückchenweise. Was hast du denn noch so geplant jetzt auf deinem Kanal? Warum sollen die Leute dich vielleicht in Zukunft weiter verfolgen, abonnieren, feedbacken? Also es werden auf jeden Fall mehr Musikvideos kommen. Ich habe doch irgendwie so zwei Songs, die ich schon komplett aufgenommen habe, aber einfach noch kein Video dazu gemacht habe. Dann werden Sachen in Englisch kommen. Ja, Comics, die ich gerade am Zeichnen bin, die dann mit Vertonung zu Cartoons eben werden, auf Englisch, vom Computerspiel Town of Salem. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt, wo ich mit anderen zusammen die Stimmen einspiele. Was kommt sonst noch? Ja, ansonsten, ich plane eigentlich nicht viel. Ich mach einfach. Das, was gerade da ist, kommt dann eben auf meinen Kanal. Oder eben auch nicht. Es gibt auch viele Sachen, die ich gemacht habe, die ich nicht hochlade, weil ich da einfach finde, dass da fehl am Platz wäre. Ich schmeiß den Ofen an und alles ist für mich normal. Ich mach mir tiefkühl Pizza mit Cola. Das Treiben jenseits meiner Fensterscheiben ist egal. Ich schalte den Fernseher an, ein Mann der Tagesschau berichtet mir, ein Vater habe seine Tochter jahrelang missbraucht. Eine Bank, die wurde überfallen, doch all das interessiert mich nicht. Die Angestellten alle tot, die Pizza gerade gut. Ich würde es wahrscheinlich anschauen, aber ich habe sonst nichts Besseres zu tun. Na, ich will nicht sagen, dass die Sachen schlecht oder nicht geeignet für YouTube sind. Einfach nur, das wären halt so unfertige Sachen, wie zum Beispiel die 12. Szene eines Films, wo ich das Drehbuch für geschrieben habe. Und das wäre dann halt nur eine Szene mitten aus dem Film gerissen und man weiß halt überhaupt nicht, ja, wie geht's jetzt weiter. Und das will ich jetzt nicht einfach so hochladen und dann offen lassen, weil es gibt keine weiteren Szenen von dem Film. Der wurde nie gedreht. Okay, das lasse ich mal so stehen. Ja. Gibt es sonst noch irgendetwas, was du YouTube vermitteln möchtest? Irgendwas, wo du sagst, YouTube, du hast dich sehr verändert. Oder Ja. YouTube, du bist besser geworden. Nein, 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 das auf keinen Fall. Okay, YouTube, warum bist du so scheiße geworden? YouTube, warum bist du so scheiße geworden? Früher, also in meiner Jugend, hatte ich echt gute Erinnerung an YouTube. Und heutzutage ist es nur noch so ein Hate, Prank, Product Placement, Streits, Kiddie-Gesülze, nur noch, ja, kauft meinen Scheiß und abonniert mich und boah, ich bin der Geilste und wir dissen uns alle gegenseitig und nee. Rote Kreise sind eine Internetpest auf YouTube und rote Pfeile. Und die Farbe spielt noch nicht mal eine Rolle. Das ist Vor einfach allem diese rote primitiv. Pfeile zeigen auf gar nichts hin. Vielleicht Ja, auf den Ärmel. die roten Pfeile zeigen in der Regel immer auf die roten Kreise, die man sonst ohne den Pfeil mit Sicherheit übersehen hätte.
Es ist einfach primitiv. Rot ist eine Signalfarbe. Das haben wir tief in unseren Genen drin verankert, dass Rot, vor allem so ein grelles Rot, die Aufmerksamkeit einfach fördert. Und man kann sich denken, was man will. Einfach weil man ein Mensch ist, achtet man überall darauf, wo diese roten Kreise und Pfeile sind, was einfach in unseren Genen verankert ist. Das ist primitiv und nichts anderes. Genau, und sowas wollte ich auch mal in diesen Videos mal ein bisschen vermitteln, was jeder Einzelne mal so über YouTube denkt. Ich habe natürlich auch eine Meinung, aber die kommt vielleicht zu einem anderen Punkt, weil das ist ja Anti-Herz. Gibt's noch irgendetwas, was du sagen wolltest, was ich jetzt nicht gefragt habe? Was du glaubst, das musst du sagen. Oder das willst du nur vermitteln? Ja, was die meisten YouTube-Kanäle haben, was ich eben nicht habe, ist ein Konzept. Zum Beispiel, du bist Let's Player, du machst übermäßig Let's Plays und nur ab und zu andere Sachen. Und jeder hat so irgendwie das, mit dem er sich beschäftigt. Und ich habe halt nichts. Mein Konzept ist Chaos. Bei mir kommt das auf meinen Kanal, was ich gerade geschaffen habe, womit ich mich gerade beschäftige. Anti-Herz, du bist das reinste Chaos, was ich kenne, aber ja. Meinst du, du könntest es was verbessern daraus? Also Verbesserung auch für deinen Kanal, um vielleicht besser gefunden zu werden, mit Konzept vielleicht? Nö, also ich will gar kein Konzept haben. Ich mach einfach das, was mir gefällt, und ich muss ja auch nicht jetzt weltbekannt sein dadurch. Es reicht mir, dass meine Videos von den Leuten gesehen werden, die Videos auch wirklich ansehen wollen und sie auch mögen. Also dich praktisch verstehen, weil das hast du mir mal erzählt. Ich will, dass die Leute mich verstehen. Jo. Wenn mich jetzt irgendwelche Leute abonnieren, die meine Videos sich noch nicht mal ansehen wollen und einfach nur draufklicken und dann, ach nee, ist doch doof, und solche Abonnenten braucht man nicht, sondern wirklich die Leute, die sich es wirklich auch ansehen wollen. Das wünschen sich im Grunde eigentlich alle. Nee, also den Großen geht's meistens nur ums Geld. Den Großen nicht mal, aber ich bin ja auch kein Großer. Ja, wir sind doch die Kleinen. Die Leute sollen dich so mögen, wie du bist. Jo. Und ich hasse dich auch, unheimlich sogar. Yay. Ich werde dich hinterher sofort deabonnieren und nie wieder mich melden. Wir sehen uns dann an meinem Geburtstag, gell? Jo. Ich glaube, das wär's mal für die erste Ausgabe. Promo unter vier Augen. Danke nochmal für das Bild. Danke für alles, was du jemals getan hast für mich und noch tun wirst. Ja, bitte. Tiefkühlpizza mit Cola. Ich hol sie aus dem Ofen und die Laune bessert sich. Ich mach mir Tiefkühlpizza mit Cola. Die anderen mussten leiden, doch zum Glück traf es nicht mich. Die Arbeiter ziehen in den Wald schon, bald soll hier ein Feld entstehen schon. Bald wird man hier Äcker sehen, die Tiere flüchten schnell. Der Regenwald brennt lichterloh, doch all das interessiert mich nicht. Die Asche fällt zusammen und die Flammen stehen hoch. Ich würde jetzt mit abschließenden Worten abschließen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Vielen Dank für euer Interesse. Bis zur nächsten Ausgabe. Das kann ich euch ganz sicher sagen, das wird dann Sorg Madness sein. Willst du noch Tschüss sagen? Ja, vielleicht mit einem Bye-Huhuhu. Ja, das darfst du jetzt sagen. Juhu! Dann sag ich das nicht. Also, Concentration, Fräulein Antiherz. Bye! Huhuhu!